Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit Stoneheart. Wir wollen uns einen neuen Farmer besorgen. Den würde ich jetzt auch gerne einstellen. Das hat sonst keinen Sinn mehr, aber wir müssen jetzt erstmal warten, bis das bei dem Schreiner fertig ist. Das dauert noch ein bisschen, bis da der Hake fertig ist. Jetzt macht er noch einen Hammer, 5 Schilde, 20 Zäune. Die 20 Zäune, die werden wir mal wegmachen. Entfernen wir einmal. Und werden dann die 20 Zoll nochmal hinten dran machen. Ja, jetzt habe ich es weggemacht. Weil, ich möchte erstmal die Hage haben. Aber was war das für eine Funktion? Ah, ist ja auch nicht schlecht. Habe ich auch jetzt erst entdeckt. Wie gesagt, ich entdecke in dem Spiel immer wieder neue tolle Funktionen, die einem das Spiel einfach machen. Und ich muss auch sagen, die Entwickler, am Anfang dachte ich so ein bisschen, ja okay, Baumenü und so, aber das ist wirklich gut durchdacht langsam alles. Also die machen da wirklich gut mit, muss man sagen. So, wo sind denn unsere ganzen Fighters? Also hier drüben laufen. Da laufen 3 Stück rum. Ne, sind 4, die sind alle heil. Haben wir noch einen, wahrscheinlich hier im Bett liegen, der noch nicht so richtig möchte. Ja, genau. Dann lassen wir das erstmal noch. Ansonsten hätte ich gesagt, greifen wir den Goblin da mal an. Diesen Riesengoblin. Aber wir atmen ihn erstmal ganz gepflegt durch die Nase. So, das Material für das Haus sollte eigentlich soweit gleich fertig sein. Bis auf das eine Bett. Das müssen wir noch machen. Aber das wird ja hier auch gleich produziert. Jetzt kommen erstmal die Schilde dran, dass jeder Fighter bei uns auch wirklich ein Schild bekommt. 1, 2, 3, der hat auch ein Schild. Wie sieht das bei dir denn aus hier? Du kannst momentan nichts herstellen. Haben wir die Kräuter einfach nicht für. Also wie gesagt, das mit den Kräutern, das wird jetzt auch langsam. Wenn wir dort drüben erstmal einen zweiten Farmer haben. Und auf jeden Fall guter Dinge. So, den Baum dann machen wir auch nochmal weg. Will ich hier nicht haben. So, die beiden Truhen hier waren jetzt nur für Bäume, für Baumstämme. Okay. Und hier kommen die Möbel rein. Ist das hier hinten jetzt eigentlich inzwischen schon mal leer? Ja. Können wir den die Bereitstellung auch aufheben? Sparen wir uns den Platz einfach mal. Und dann müssen wir den Lagerplatz hier gerade nochmal einrichten. Da sollen nämlich keine Baumstämme rein und keine Baumaterialien komplett. Und Tränke können wir auch wegmachen. Waffen und so, das machen wir nachher noch. Aber soweit passt mir das dann erstmal. Oh, hier Pflanzen. Sind damit jetzt Bäume oder Kräuter gemeint? Das ist interessant. Wir müssen hier drin die Kisten auch mal sortieren. Das habe ich nämlich noch gar nicht gemacht. Da ist ja immer noch ein Gerüst. Das ist ein Grafikfehler, oder? Zeig mal her. Ne, da ist immer noch Gerüst. Okay. Wieso steht da drin immer noch Gerüst? Hallo? Also so sehe ich das nicht mehr. Aber hier sieht man das ja eindeutig, dass da noch ein Gerüst steht, oder? Müssen wir hier noch mal ein bisschen ummodeln. Wenn wir hier einmal bewege das Element, das bewegen wir mal einmal hier nach draußen. Den hier bewegen wir hier hin. Und dann werden wir mal gucken, ob das Gerüst da jetzt gleich verschwindet. Ist ja merkwürdig. Naja. Das sind wieder diese Kleinigkeiten, die nicht so richtig funktionieren in dem Spiel. Haben wir hier schon wieder
Oh. Das ist wieder so ein Lego an, oder wie die Dinger auch immer heißen mögen. Ich glaube, der verschwindet jetzt, wenn er hier... Jetzt macht er natürlich die Truhe noch kaputt. Interessiert mich aber mal gar nicht. Jetzt läuft er natürlich in unsere Richtung. Begeisterung sieht anders aus. Okay, dann müssen wir uns mit dem wohl in dieser Folge noch auseinandersetzen. Weil es jetzt auch schon wieder Nacht wird. Ich hoffe, dass die Hartlinge alle fit sind. Ja, der eine noch nicht so ganz, aber... Zumindest sind sie alle ausgerüstet. Mit Schilden. So, das blaue Bett ist auch fertig. Das heißt, wir werden uns jetzt mit dem tatsächlich auseinandersetzen müssen. Machen wir schon mal den Alarmmodus rein hier. Dass wir unsere Hartlinge hier alle schon mal zusammen haben. Machen wir den Schnitt hier wieder raus. Dass wir auch alles sehen. Ah, jetzt kommt da auch noch so ein Goblin, ey. Nein! Was soll denn das? Verflucht. Ah, die killen sich jetzt ja gegenseitig. Dann holen wir uns die Hartlinge hier schon mal ran. Da. Puzzle hat Level 2 erreicht. Durchs Laufen oder was? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Eindringlinge nähern sich. Jo, dann gehen sie jetzt raus und dann... Okay, das wird jetzt wieder eine anstrengende Nummer. Sage ich mal direkt so. Aber wir fangen hier auch direkt an mit unseren Hartlingen. Dass wir uns die hier ranholen. Die sollen gleich unterstützen. Tun sie jetzt nicht. Wie sonst. Warum nicht? Geh doch da raus und helf denen. Jo. Im Kampf verwickelt? Ja, wo bist du in einem Kampf verwickelt, mein Freund? Ja, das sollten die zu fünfter hinkriegen. Hoffentlich. Und dann sind wir jetzt gleich wieder in so einer Heilungsphase. Na, dann kann ich euch auch einfach arbeiten lassen. Vögel. So. Der eine rennt jetzt gleich weg, dann wird er sich auf den anderen fokussieren. Okay. Können wir hier mal plündern. Vorne liegt nämlich ganz viel Plündermaterial. Was ist denn das für ein Holz? Wunderbar, hat geklappt. Nur aufpassen, dass die hier keinen Quatsch machen. Aber das hier ist ein anderes Holz, oder? Und hier Akazienbaumstamm. Macht das einen Unterschied, ob das Eiche oder Akazie ist? Ist wieder so eine Frage an euch. Weiß es nicht. So. Also jetzt wird definitiv ein zweiter Farmer eingestellt, wenn das jetzt soweit fertig ist. Sag mal her hier. Geht das schon? Mal gucken. Also Farmer nehmen wir hier so einen richtig abgefragten Kumpel. Der hat eine zwei Körper. Ja, den machen wir die Ursula als zweiten Farmer. Geht noch nicht. Ist der hier noch am rumwurschteln? Was trägst du da jetzt raus? Zack her. Die Hacke. Okay, jetzt geht's. Also die Ursula macht das Ganze. Ändere Arbeit und du gehst ab heute farmen. Hopp, fortsetzen. So. Läuft. Gucken wir hier einmal rein. Fußsoldat. Fußsoldat Level 3 sogar schon. Zwei Stück. Wunderbar. Eine Karawane erscheint. Würdest du mir 4 Korb mit Mais im Tausch für 7 Eichen... Ja, das machen wir einfach mal, weil wir so freundlich sind. Wir haben jetzt einen zweiten Farmer, also das soll hier schon flotti gehen, jetzt langsam. Was brauchen wir? Wir können hier die Beeren noch abfarmen, dann haben wir nämlich wieder mehr Essen für das nächste Tagesupdate. Und dann müssen wir den Kräuterarzt nochmal machen lassen. Der soll mal hier kleine Tränke machen. Was die hier bringen, das weiß ich immer noch nicht. Aber ich muss mir auch mal den Deutsch-Mod wieder aktualisieren. Das verspreche ich euch schon seit 10 Folgen oder so. Das werde ich auf jeden Fall mit der nächsten Folge machen. Das geht auf die To-Do-Liste.
Zäune. Mal gucken. Danke. Da, drei Stück haben wir schon wieder. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Ja, Fenster und so, die werden ja noch eingebaut. Und sonst verkaufen wir sie wieder. Und ja, diese Trophäen, die müssen wir nachher auch mal gucken, was wir mit denen überhaupt anstellen können. Können wir vielleicht so einen Trophäenplatz machen? Mal gucken. So, hoffe ich mal, dass es vom Futter her klappt. Ah, das sieht eigentlich ganz... Na, das ist halt viel Mais dabei, ne? Ich muss das Futter da irgendwie auf dem extra Lagerplatz haben, sonst sieht man das immer so schlecht, wie viel Futter man in Wirklichkeit hat. So, machen wir da. Da kommt nur Futter hin. Also nichts außer Essen. Und wenn wir dann einen Farmer Level 3 nachher haben, dann können wir auch... Also, das machen wir aber erst, wenn wir einen dritten Farm haben, wenn wir einen Koch einstellen, dass wir auch Fleisch und sowas und Brot backen können. Dort wird kein Essen mehr aufbewahrt. Ja, da bin ich mal echt gespannt. So, wenn wir hier mit den Zäunen weitermachen. Da haben wir Zaun. Ist noch nicht fertig. Macht er pennen. Unser Schreiner. Der schläft. Muss auch mal ein bisschen Ruhe haben. So, das Blumenbeet hinten ist angepflanzt. Das sind die Eisblumen, glaube ich. Jetzt haben wir hier die Truhe natürlich wieder und da wird das Gerüst nachher wieder nicht abgebaut. Das kennen wir schon. Das heißt, wir werden da die Bereitstellung aufheben. Das Ding einfach erstmal ins Backpacken. So, dann kommen wir jetzt auch gleich schon wieder in Richtung Tagesupdate. Kann man den Weg hier gerade noch mal ein bisschen weiterführen? Ne, erstmal machen wir noch gar nichts. So, gucken wir hier noch mal rein. Weil wir einen Zäune haben. Einen haben wir noch mal wieder. Zack. Deko machen wir nachher. Ich bin am überlegen, ob wir hier hinten nicht so wagemutig sind und versuchen dort die Bärenbüsche noch zu holen. Da müssten wir aber den Riesenzombie dort einmal wegmachen. Das geht momentan nicht, weil wir ja das Problem haben, dass unsere Fußsoldaten so ein bisschen ihre Probleme haben. Wir können ja gerade mal gucken, was wir überhaupt brauchen, um die Fußsoldaten in Ritter zu verwandeln. Erfordert eine Stufe und ein Ritterschild vom Schmied gefertigt. Also müssen wir jetzt auf jeden Fall auch einen Schmied haben. Jetzt haben wir wieder irgendwo einen Fight. Wo? Warum? Wieso? Okay, war wohl... Ah, hat wieder nicht gepasst. Aber in der nächsten Folge werden wir das mit dem Essen auf jeden Fall hinbekommen. Und damit verabschiede ich mich dann auch. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da oder abonniert mich, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, reingehauen, auf Wiederschauen und wie immer bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.